So, hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Half-Life 2. Sie ein Küsschen? Ja, aber die Sache klärt gerne. Sich von selbst. Ist ja gut, ganz ruhig, Kollege. Okay. Aha. Headtrip? Ach ja. Was? Wie? Wo? Ich weiß nicht. Was sagen Sie dazu? Nix. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Sehr gut. Ganz ruhig. Was haben wir denn hier alles? Okay. Okay. Was ist denn hier überall los? Irgendwas ist ja benutzt mal schief gelaufen. Da hatten wir ja irgendeinen Alarm. Naja. Da gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ich glaube, Schrotflinte ist vielleicht besser, wer weiß, was passiert. An alle Mitarbeiter, hier spricht Dr. Magnussen. Da die Mitarbeiter des sekundären Silos ihr kleines Krähenproblem nicht selbst lösen können, wird sich der allseits beliebte Dr. Freeman darum kümmern. Wir freuen uns über seine Hilfe. Natürlich freuen wir uns. Und ich freue mich auf die Ausflüchte der Mitarbeiter, warum sie das nicht selbst geschafft haben. Danke für Ihr Verständnis. Hey, Vortigern, kannst du es aufmachen? Oh. Drehen wir erstmal das Ventil zu. So. Ist doch schon viel besser. Ah, da unten war Energie drin. Ist hier noch was? Ja, geht doch. Wunderbar. Da steht einfach nur, dass wir wegen erhöhter Verwendung dieses Schalters für den Alarm das Ding jetzt erstmal sozusagen ausgeschaltet bleiben sollte. Allerdings tut mir leid, aber ich muss das benutzen. Auch nicht schlecht. Seid gegrüßt, Freeman. Moin. Ah. Also. Freeman. Dr. Magnussen hat mir aufgetragen, ihn ins sekundäre Silo zu lassen. Genau. Das sekundäre Silo ist über diesen Weg erreichbar. Mensch, zeig doch mal ein Schildchen hier vorne. Aha. Level 9. Dria heißt der Kollege hier. Guten Tag, Dria. Wenn das da wirklich so stimmt. Und ich das richtig gelesen habe. Aber gut, wir gehen mal weiter. Wir können den Dr. Magnussen ja nicht warten lassen. Der regt sich ja noch schon genug über die ganze Situation auf. Schlimm genug. Und ich vermute auch stark, dass das hier die letzte Aufnahme sein wird. Jedenfalls von dem Spiel jetzt so, ne? Weil ich glaube, dass wir schon sehr recht nah am Ende sind. Was? Schon wieder? Um Gottes Willen, warum dauert das so lange, Freeman? Ich kann mich bei diesem Lärm nicht konzentrieren. Ja! Der Teufel ist hartnäckiger als alles, was... Aber was ist das? Hey, da... Hier lang. Wohl von Magnussen geschickt, was? Wow! Nix wie mit dir! Fuck! Scheiße, jetzt geht's los. Komm, wir haben uns entdeckt. Was mache ich jetzt? Spricht Dr. Magnus. Okay. Die interne Basisverteidigung wurde durchbrochen. Wir sind dabei, die genaue Stelle des Problems zu lokalisieren. Also geht doch. Meine Güte, jetzt regen mich die Viecher aber nur mehr auf als sonst. Verdammten Jäger. Ja, es wird ja eine wahre Pracht, hier jetzt wieder zu kämpfen. Na, wo bist du, du Jäger? Immer schön Ruhe geben hier.
So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Das, Mit der Schrotflinte geht das doch sehr gut. Stirb endlich, Kollege. Na, also, es geht doch. So, wo muss ich denn jetzt her? Okay, wir müssen jetzt also ganz schnell mal dafür sorgen, dass wir... Ruhe! Verdammt nochmal! Macht ihr schon. So, jetzt macht ihr nicht kaputt hier. Ja, wo muss ich denn jetzt verdammt nochmal hin? Ich vermute mal hier oben hin. Ja, genau. Hierher? Nicht wirklich, würde ich jetzt mal sagen. Geht mir alle aus dem Weg! Ich bin Freeman, geht mir aus dem Weg. Verdammt nochmal. Aber ich glaube, hier ist noch mehr an Munition und allem, ne? Ja, genau. Okay, das sieht doch schon mal nicht gut aus, muss ich sagen. Da kann man ja nur auf gute Sachen hoffen. Jetzt gehen die auch noch hier, jetzt sind die Combine da. Ja, es war eigentlich ja nur eine Frage der Zeit, bis die hier unsere Stellung gefunden haben. Die wussten ja irgendwie schon, dass sie nach White Forest mussten. Fragt eigentlich aber bitte nicht, warum. So, damit wir uns nicht verkühlen hier, ne? Wer weiß, was das ist. Wird wohl kalt sein. Machen wir das mal aus. Was zum? Fuck. Oh. Ah. So, kaputt das Ding. So, noch mehr schauen wir gleich mal. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Verdammt, nicht erwischt. Okay. Au, 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 au! Jetzt hör doch mal auf. Sag mal! Bin ich jetzt zu blöd, das Ding umzumachen oder was? Wow, von hinten auch noch! Wo kommt ihr denn her? Schnauze! Ich hab jetzt genug abgekriegt! Ruhe jetzt, ey! Ich hab keinen Bock mehr auf euch! Das gibt's ja nicht! Hab ich gedacht, ich könnte das Ding da schön umschießen und was ist, geht nicht im geringsten. Hätte mir das nicht auch mal einer früher sagen können. Warum stehst du noch? Verdammte Hacke, noch eins. Das gibt's da nicht. Ah! Alter! Das Ding kann gar nicht so lange stehen hier. Apropos, warum kann ich hier nicht weiter? Na, also geht doch. Was ist denn hier los? Ach so! Der ist auch noch hier! Warte! Das Sekundäre sollte ich doch sofort töten. Genau! Wir sind voll am Arsch. Was soll denn das? Das geht doch nicht. Mann. Her damit. Das brauche ich jetzt alles. Was? Wo? Was? Haust du ab? Seit wann halten die denn so viel aus? Okay. Schwimmen oder was? Okay, wir speichern mal gerade. Hopp! Es musste ja irgendwas auf unserem Weg passieren, war ja schon eigentlich klar. Echt? Hätte ich nicht gedacht.
Boah. Ruhe jetzt da oben. Da kann man sich ja nicht konzentrieren hier. Na also, geht doch. Ruhe. Speichern nochmal gerade ab. Sind ja gar nicht hier ganz... Sind ja nicht ganz ohne. Und machen die Leute hier so fertig. Ach du! Jetzt schieß doch mal, meine Güte! Und hüpf! Nein! Oh, gut, 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 gut. Ach, ich hätte auch daher gehen können. Pff, was soll's? Unnötig! Sehe schon, komm, ich springe hier lieber hier rüber. Ich glaube, hier wäre ich kaputt gegangen oder so. Könnte ich mir jedenfalls denken. Ja, damit kann man immer gebrauchen. Ach, ist das nicht noch eine Kiste davon? Ja, wunderbar. Schnauze, ich weiß selbst, wie blöd die Lage ist. Ach, kommt, jetzt wollte mich aber verarschen hier. Na, komm her. Das war jetzt sehr schlau. Ich muss sagen, heute funktioniert das doch einwandfrei mit dem Aufnehmen beziehungsweise mit dem Zocken. So, dann gehen wir hier rüber, dann gehen wir hier hoch, ne? Ich habe eine Schrotflinte gehört. Ist da noch jemand am Leben? Nö. Boah, die gehen mir sowas von gerade auf den Sack. Ich muss hierher oder was? Nee, hier ist nur ein Leben. Ah, wenigstens etwas. Lalalala, ich bin gar nicht da. Ach, ich kann hier und drunter herkriechen. Sag mir das doch mal einer. So, dann brauche ich die Kiste hier. Genau hier. Genau, damit ich hier oben drüber kann. Hm, geht das? Freeman, hören Sie, schließen Sie um Gottes Willen die verdammten Seoluken! Ah, okay, es ging also so wunderbar. Na dann. Geschlossen! Was war das denn? Ein Advisor! Weiter war da wieder. Ich kriege euch schon down hier. Yeah, so geht das. Okay, sekundäres Silo gesichert. Ich kann Ihnen mitteilen, dass das sekundäre Silo geschlossen wurde. Also, zurück an die Arbeit. Ja, wow. Wirklich gut ist das trotzdem nicht. Naja, ne? Puh. Gut, dass das vorbei ist. Nicht lange. Das Silo sicher und die Schutztüren offenbar. Das stimmt leider. Ich sag Dad Bescheid, dass es dir gut geht. In Ordnung. Fürs Erste Dad? Scheinen wir sicher. Ja, Alex, ist alles okay? Geht's Gordon gut? Ja, alles in Ordnung. Und die Basis ist auch wieder sicher. Gut, gut. Wir wollen uns gerade Judiths Übertragung ansehen. Wir kommen sofort. Okay. Dr. Freeman muss folgen. Mach ich. Alex kommt mit. Wunderbar. Wenn sie Dr. Freeman mitnimmt, kann ich zu meinem Ehrenplatz neben Dr. Madison zurückkehren. Kein Problem. Danke für die Hilfe. Kleiner meinte, dass Judith per Helikopter nach Norden geflogen ist, aber wollte nicht sagen, warum. Ja, weißt du da mehr? Können wir behilflich sein?
Na, scheinbar nicht. Alex, solltest du nicht vorausgehen? Mensch, Alex, das musst du doch mal können. Also, die Combine haben uns ja gefunden. Dann dauert's auch nicht lange, bis der Rest dieser Armee ankommt. Ich bin mir recht sicher, das Projekt lokalisiert zu haben. Schwer zu sagen, wie viel noch intakt ist oder ob es dort noch etwas gibt, das unsere Arbeit behindern könnte, wenn es von den Combine entdeckt würde. Natürlich müssen wir es uns noch genauer ansehen. Doch in einigen Stunden dürfte ich mehr sagen können. Wenn sich alles dort befindet, wo wir es vermuten, dann... Ich muss schließen. Ich glaube, man hat uns entdeckt. Ich hätte sie nie gehen lassen dürfen. Aufzuhalten, Eli. Moment. Hier ist noch etwas anderes. Oh, es ist die Borealis. Verflucht. Unglaublich. Was? Aperture Science? Borealis gibt's wirklich? Aber ja, auch wenn sie viele für eine Legende gehalten haben. Unsere Kollegen bei Aperture Science arbeiteten an einem interessanten Projekt. Doch bei der Hat zum Forschungsmittel müssen sie wohl gewisse Sicherheitsrisiken ignoriert haben. Ihre Forschungsstation soll einfach verschwunden sein. Einfach weg, mit Mann und Maus. Selbst ein Teil des Trockendocks fehlt. Wenige haben geglaubt, die Borealis je wiederzusehen. Sie hätte nie mehr auftauchen dürfen. Aber jetzt, wo wir es haben, können wir es gegen die Combine einsetzen. Was? Das Ding sollte zerstört werden. Aber denk doch an den Gewinn für die Menschheit. Wir können dieses Potenzial nicht ungenutzt lassen. Habt ihr nichts aus Black Mesa gelernt? Solche Kräfte kann man nicht steuern. Nun ja, es gibt immer ein Risiko, Eli. Aber wir haben Koordinaten, Pläne, Frequenzen. Einfach genial von Dr. Mossman, alles in der Trägerwelle zu verstecken. Das bedeutet, dass sie noch am Leben ist. Aber wenn die Combine sie finden, reißen sie alles Wissen aus ihr heraus. Da bleibt nichts von ihr übrig. Aber wir können nicht sicher sein, dass... Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich werde sie suchen. Eli, schlimmer als Judiths Gefangennahme wäre es, wenn du ihnen in die Hände fallen würdest. Sie kennt vielleicht die Einzelheiten der Borealis, aber du weißt alles über den Widerstand. Hör auf, Dr. Kleiner Dad. Gordon und ich können uns viel besser darum kümmern. Wir bringen sie zurück. Kleiner, wo sind sie? Wo bleibt die Dekodierung? Verdammt, der Code. Ja, Magnussen, ich bin gleich soweit. Warten Sie auf grünes Licht von den Combine? Das bekommen Sie von denen bald persönlich. Ich beeil mich ja, Magnussen. Ich komme zurück, sobald ich fertig bin. Da stimmt was nicht. Nicht nochmal. Nein, es darf nicht nochmal passieren. G-Man. Kein zweites Black Mesa.